So, die Server sind jetzt offiziell offline und wir haben auch schon das nächste entdeckt, beziehungsweise Luca hat es entdeckt. Auf Fortnite selber auf Twitter hat nämlich ihr eigenes Profilbild quasi geändert. Plus den Hintergrund, das hier werden zu 99,9% alle Battle Pass Skins sein. Kommt doch ungefähr hin. Dr. Strange wurde ja gestern schon quasi geleakt, aus Versehen. Das Thema hatten wir ja schon. Also, wir warten zusammen jetzt einfach, wenn es losgeht. Zu den Skins selbst muss ich sagen, ja, Dr. Strange ist so mit der einzige Skin, der nice ist. Die drei Mädels nebeneinander. Also die in der Mitte gefällt mir schon mal gar nicht, aber wir wissen ja nie, wie das Ganze in-game aussieht. Ein Comic-Stil ist auch wieder ganz rechts drin, wird wahrscheinlich wieder irgendjemand Bekanntes sein. Aber es soll doch eigentlich alles von Marvel sein, aber im Prinzip, Marvel ist doch nur Doctor Strange. Wenn ihr irgendwas Besseres, wenn ihr irgendwas mehr wisst als ich, schreibt es gerne in die Kommentare. Vergesst nicht, ein Like da zu lassen. Denkt dran, gerne meinen Creator-Code benutzen: YT-FamilyHack. Und in dem Sinne, warten wir auf die neue Season. Das wird wohl der Battle Pass sein. Und in dem Sinne, haut rein.